So, es ist mal wieder soweit. Meister Schnorrer ist wieder unterwegs. Diesmal nicht aus dem Auto. Ist ja mit der Zeit langweilig, ne? Immer nur... Was laber ich hier eigentlich? Ich bin in St. Augustin. Hier läuft hier absolut Steinchen. Und ich werde gerade verarscht. Vom Mottek. Guckt immer ein bisschen doof. Ja, hier läuft hier absolut Steinchen. Jede Menge Lego und ein Anhänger, der nicht so lenkt, wie er eigentlich lenken soll. Oder macht er, was er machen soll? Naja, jedenfalls gehe ich gleich mal hier so ein bisschen spazieren, gucke mir mal so alles an, was es hier so gibt. Hab mir gerade ein Buch gekauft vom Joachim Klang und vom Uwe Kurt. Hab mir das natürlich auch unterschreiben lassen und werde dann nachher mal schön in Ruhe reinblättern. Ich sag einfach mal bis später. Und blond, Sportchen mit Fantasie. Ich schenke dir mein Lächeln und meine Magie. Mit Tränen in den Augen stehst du zu Hause und dein Fenster sitzt. Keiner da, der dich tröstet und der dich in die Arme nimmt. Gestern Abend in schaltest du noch übers ganze Gesicht und du betont es lautstark, dass Single sein stört dich nicht. Weiblich und blond, Sport schon mit Fantasie, suche dich mit Antwort Garantie. Weiblich und blond, Sport schon mit Fantasie, ich schenke dir mein Lächeln und meine Magie. Jetzt holen wir uns mal den Patrick.
Hallo Patrick. Der von nicht sein, ne? Nee, wir nehmen aber den. Der ist cooler. Okay. Der ist cooler. Und? Läuft. Gestern viel zu tun, gerade eben Batterien gewechselt. Oh, ja. Also ich habe so gestern Batterien geschenkt bekommen. Also danke nochmal an den Dirk. Und habe heute Morgen dann Batterien gewechselt und dann, ich glaube, was ist in einer Riege drin? 20 Stück? Ne, mehr. Auf jeden Fall sagen wir mal so, ich habe jetzt so einen Beutel Altbatterien und die müssen jetzt irgendwo weg. Die darf ich jetzt wieder mit nach Hause schleppen zum Entsorgen. Weil der Kerl hat alle leer gefahren. Der da hinten. Den ganzen Tag fährt der. Nichts macht der hier, nur fahren. Da. Der da, Schande. Nein, gestern Nachmittag war viel los, da war richtig viel Betrieb, die sind so gut gefahren. Und so gegen Ende wurden die so richtig lahm, die Autos. Deswegen war direkt heute Morgen frische Batterien rein und dann geht es heute actionmäßig weiter. Das hört sich gut an, Wir machen heute nochmal einen Gemeinschaftsbetrieb. Dann mache ich auch gleichzeitig meine Kamera, ich kann auch nicht sprechen. War früh heute Morgen oder spät gestern wahlweise. Nee, mache ich auch nochmal eine Kamerafahrt nachher. Ja, und dann auf jeden Fall wieder mal ein sehr schönes Wochenende. Und an dieser Stelle von uns beiden einen lieben Gruß an die Familie Forst, die das Ganze hier auf die Beine stellt. Genau. Vielen, vielen Dank. Immer wieder schön hier. Ja, immer wieder. Sag ein paar Worte. Hab dat mal. Okay. Ja, wir haben das mal. Und das was mal so, was das so bis jetzt? Guck mal, da sind wir beide in Bild. Was sagst du bis jetzt? Schönes Ding, das. Nice. Gestern Abend war gut. Gestern Abend war ein Kracher. Warte, es kommt gleich. Der. Legendär. Legendär, ja. Der. Legender. Legender? Das ist auch. Legender? Berufsbezeichnung? Ja. Ein Legender. Ein Eierlegender. Geländer. Ich glaube, da kommt jetzt gerade nichts Gescheites mehr bei uns. Bis später nochmal. Ja, also nicht Aufnahme. So, wir gehen jetzt mal in die Technik-Ecke und vielleicht finde ich ja irgendeinen, der bereit ist, mir ein bisschen was zu erzählen. Die Chance ist sehr gering. Ich glaube, derjenige, der mir jetzt entgegenkommt, der möchte wahrscheinlich nichts sagen. Und den würdet ihr auch nicht verstehen. Moin Effe, sag mal hallo. Das war Effermann. Ich hasse Jeden Tag. Weil ich Angst vor dem Alleinsein. Ha! Noch fehlt mir der Mut, mein Traum zu verstehen. Oh, einmal ganze Lust zu leben.
euch ähnlich bin. Ich wollte alles tun, mich gegen euch aufzulehnen. Dabei vergaß ich fast, dass ich ein Teil von euch bin und dass ich das nicht ändern lasse. Ich dreh mein eigenes Ding, habe ich oft gesagt. Mischt euch da bloß nicht ein und ihr habt's doch gewagt. Meine Musik als letzter Schrei der Dankbarkeit dafür, dass es euch gibt. Jetzt sitzen wir hier kurz vor Schluss, haben noch 2 Stunden oder so, machen mal ein kleines Päuschen. Ich habe jetzt hier bei mir 2 Kollegen sitzen, einmal den Dirk und den Stefan, und die erzählen jetzt einfach mal so ihr, oder die schildern uns jetzt ihre Eindrücke von dieser wundervollen kleinen Ausstellung. Und bitte. Wer ist wer? Dirk. Stefan. Ja, dann, was sagt er? Location, Ausstellung? Ja, war mal wieder, Leute. War mal wieder ein mega geiles Familientreffen vom Dr. Brick Forum, nicht jetzt nur die Techniker, sondern generell alle. Atmosphäre mega, hat halt so ein bisschen was von Jugendherbergen-Stil, dass man so auf der eigenen Fläche auch schlafen kann, finde ich total knorke. Da träumt man gleich viel besser, ne? Und ja, Location Hochschule ist halt richtig cool, besuchert, fand ich weniger wie letztes Jahr, ja, persönlich gefühlt. War ein bisschen weniger. Hat aber trotzdem mega, wir haben alle mega Spaß gehabt und haben auch versucht, die Zuschauer hier ein bisschen zu begeistern, indem wir dann halt auch mal indoor von der Fläche runter einfach mal hier komplett durchgefahren sind. Oh ja. Was gut angekommen ist. Macht tierisch Spaß, sowas. Guck mal, cooler Truck. Sollte es eine absolut Steinchen 2020 geben, bin ich auf jeden Fall definitiv wieder mit dabei. Weil ich glaube, ich komme auch wieder. Ist einfach eine Location und auch ein Event, das gehört einfach dazu. Muss. Ja. Ist ein Muss, ist ja. Einfach ein Muss, ja. Weil es einfach auch ein Familientreffen ist. Hier triffst du die ganzen Bekloppten und Verrückten aus unserer Szene, die halt alle dem gleichen Hobby nachgehen. Genau. Ja. Wenn du noch nicht kennst, den lernst du kennen, wie zum Beispiel ein Huvi. Ja. Ja. Wunderbare ja. Sachen. Und auf dem Boden, muss ich sagen, kann man sehr gut fahren. Ja, ist halt Uni, ne? Hat jo. Jemand mitgedacht. Richtig! Ja, für mich war das jetzt das 5. Mal hier. Ja, ich habe 2015, 16, 17, 18, ja, zum 5. Mal bin ich jetzt hier. Und was ich halt schön finde, dass von den ersten 5, die damals mit ausgestellt haben von Dr. Brick, waren in jedem Jahr die 5 immer wieder mit dabei. Na? Okay. War schon cool. Was ist das erste Mal hier, ne? Als Aussteller? Als Aussteller das erste Mal, die 2 Mal davor war ich als Besucher kurz da. Und jetzt habe ich mir dann breitschlagen lassen, wenn ich mal dahin gehe. So breit bist du doch gar nicht. Ja, das wird nur Frau ist dran. Also. Ja, schön, wunderbar. Dann bedanke ich mich. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir dann nochmal den Sebastian dazu holen, dass der mal ein bisschen was über euer Technikteam erzählt. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, jetzt habe ich hier neben mir den Sebastian. Den kennt ihr ja noch aus meinem Video von München. Aber heute erzählt der Sebastian nichts über ein Modell oder so, sondern heute erzählt er mal ein bisschen was über das Abfalltechnikteam. Wer seid ihr? Was macht ihr? Warum und überhaupt und sowieso? Und wie kam es dazu? Und warum ist das nicht verhindert worden? Ja gut, warum ist es nicht verhindert worden? Es gibt so selbsterfüllende Prophezeiungen. Okay. Und... ja, ich weiß nicht. Der Stefan hat ja eigentlich das Abfalltechnik-Team gegründet damals. Das war, glaube ich, Stefan, korrigiere mich, 2014, 2015 rum. Ich bin dann mit Technik eingestiegen 2016 rum. Da habe ich den Stefan das erste Mal auf Schieling kennengelernt. War eine super Truppe und ich habe gleich gemerkt, die können was. Und Scheiße labern in erster Linie. Gut, ja, Grundvoraussetzung. Ja. Ja. Und Bier wegziehen können sie auch ganz gut, habe ich gehört. Ja, hat man gestern, glaube ich, gesehen. Der Sven schaut schon ganz betroffen. Ja, auf jeden Fall habt ihr euch ja, wie viele seid ihr jetzt in der Gruppe? Wir sind, ich habe keine aktuelle Zahl im Kopf, wir müssten so um die 8 Leute sein.
Wir sind 12. 12 mittlerweile? Okay. Ja, wir haben ja letztes Jahr Stefan Jochi und der Stefan dazu gewonnen in Ried. Wir sind aktuell 12 Leute. Und was so eure Hauptsache ist, was ihr dann halt auf den Ausstellungen macht, ihr macht halt eine große Fläche, wo dann halt viel Action ist, wo viel gefahren wird und gezeigt wird. Genau, also der Hintergrund war, wir haben uns in Schilling das erste Mal getroffen. Dort hatten wir dann Technikstandmodelle. Technikmodelle wollen aber bewegt werden. Und da habe ich damals mit dem Stefan geredet, du, was hältst du nicht davon? Lass uns doch mal irgendwie was Bewegtes machen. Der Stefan hat dann gesagt, ja, er hatte auch schon mal die Idee. Komm, lass uns da was mal starten. Und da hatten wir dann im Rahmen der Liga MB mal die Möglichkeit, eine kleine Fahrfläche zu machen. Die war wirklich sehr klein, 6x8 Meter. Ja. Okay. Also das ist jetzt halt Parkfläche. Ja. Manche Modelle, die wir jetzt heute dabei hätten, würden in die 8 Meter wahrscheinlich gar nicht reinpassen. Also das hat sich mittlerweile sehr vergrößert. Und wir haben halt angefangen, Straßen zu bauen und das eigentlich im RC-Modellbau abzukupfern. Mhm. Und es war richtig gut, hat richtig Spaß gemacht und ja, es entwickelt sich. Vor allem kommt das richtig gut an. Ich erinnere mich ja dann auch noch zum Beispiel an München, wo dann halt auch mitten in dieser großen Actionfläche dann halt auch hier der Kran von Peter mit drin stand. Ja, das ist klar. Also es kommt auf jeden Fall sehr gut und vor allem finde ich, was ich daran halt so cool finde, ist, dass dann dadurch halt auch das Thema Technik mal ein bisschen ausgeweitet wird auf den Ausstellungen, weil das kommt nämlich eigentlich immer zu kurz. Ja, also das sieht man ja auch in den letzten Jahren. Die Technikflächen werden immer größer. Wir kriegen teilweise schon Anfragen nur für Technikflächen. Also das ist natürlich immer sehr spannend zu sehen. Und immer, kennst du es ja von der Monorail, immer wenn sich was bewegt, dann sind die Leute grade, da. Ja. Wir hatten jetzt gerade noch mal eine halbe Stunde Gemeinschaftsbetrieb. Dann hatten wir dann auch einige Zuschauer, die dann so gesehen haben, boah, das ist natürlich spannend, wenn dann halt weißt du, wie viele Züge gleichzeitig auf der Strecke sind. Dann hast du halt welche dabei, die halt total kriechen, weil die Batterie fast leer ist. Dann hast du dann halt einen kleinen dabei, der halt extrem leicht ist und dementsprechend schnell fährt. Ja. Und da muss man dann halt schon aufpassen, dass man den halt immer rechtzeitig stoppt. Alles wunderbar. Ja, und du bist jetzt halt heute in erster Linie mit deiner Villa da. Ja. Die ist der Techniker, der ein bisschen Häuschen baut. Ne? Das ist, ja, ich gebe zu, ich bin schuldig, hat sich halt so ergeben. Ne? Hast du eigentlich noch, ich weiß nicht, ob das schon abgehakt hast, du hast jetzt ein Haus gebaut, jetzt musst du einen Baum pflanzen und ein Kind zeugen. Ja. Gut, schauen wir mal. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bin ja noch jung. Also Kind pflanzen und Baum zeugen, das werde ich schon hinbekommen. Ja, denke ich auch. Ihr merkt, Lego-Fans, die haben alle irgendwie einen am Rappel. Ja. Ne? Wunderbar. Nee, cool, da bedanke ich mich für das Gespräch. Und damit entlasse ich dich jetzt wieder für auch immer, was du gerade gemacht hast. Dann sehen wir uns wieder. Wir sehen uns in Fürth. Sehr gut. Und die beiden Tupps sehe ich dann noch auf der Brickborn. Und auf der Brickborn wird dann auch feierlich meine Chemieanlage zerlegt. Sehr schön, da bin ich gespannt. Ich auch. Ich glaube, da ist jeder gespannt drauf. Ne? Ja, weil da war ich jetzt 2 Jahre mit unterwegs, da muss reichen. Ja. Wunderbar, cool, vielen Dank. Bitte, ja. Servus. Und ich sage dann auch danke fürs Zuschauen. Das war's. Vielleicht kommt noch heute Abend, wenn ich zu Hause bin, werdet ihr sehen. Ne? Danke fürs Zuschauen. Und wer bis hierhin geguckt hat, schreibt einfach mal in die Kommentare #St. Augustin. Danke. Ciao.